Bei uns ist DSV-Skicrosserin Anna Wörner. Bevor wir den Blick nach Russland richten, gehen wir nochmal zurück in der Zeit. Wie ist die Weltcup-Saison 2013, 2014 aus deiner Sicht verlaufen? Ja, bisher mit einem vierten Platz war das beste Ergebnis. Nakiska ist bei mir ein bisschen schwer losgegangen, einen Sturz im Training gehabt, dann die Qualifikation leider nicht geschafft. Dann Frankreich, auch noch leicht Probleme gehabt, da die halbe Quali schon mal mitgenommen und dann in Innichen kurz vor Weihnachten eben alles fertig und voll gemacht mit dem vierten Platz. War das Ticket dann gelöst und dann habe ich leider während dem Training einen kleinen Trainingssturz gehabt, habe Probleme mit dem Rücken gehabt und muss dann leider auf die Frankreich rennen und auf den Kreisberg leider verzichten. Wie ist die Situation da im Moment? Ist das soweit auskuriert oder bist du da noch am Laborieren? Ich bin im Moment auf einem sehr guten Weg. Die Schmerzen haben wir relativ gut im Griff mit Physiotherapie und Training. Und da sind wir auf einem guten Weg. Wie geht der Weg denn jetzt bis zum Abflug nach Sotschi noch weiter? Was macht ihr in den letzten knapp zwei Wochen, bevor es losgeht für euch? Also bei mir steht diese Woche jetzt noch Conditraining an, wirklich auch am Rücken arbeiten, an der Kondition noch mehr arbeiten und nächste Woche dann nochmal auf die Ski, nochmal auf dem Kurs trainieren und dann ist ich Abflug. Warst du letztes Jahr beim Weltcup in Sotschi mit am Start und was war dein Eindruck da von diesem Wettkampfhang? Ich war mit am Start, bin H10 geworden, hatte vom Kurs einen guten Eindruck. Er war zwar lang, große weite Sprünge, war aber im Ganzen ein cooler Kurs, hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie er jetzt heuer ausschaut. Für dich ist es dann ja die zweite Teilnahme. Was hast du das letzte Mal in Vancouver von diesen Olympischen Spielen mitgenommen und was erwartest du dann jetzt bei der zweiten Auflage für dich? Ich glaube, die erste Olympiade ist immer was Großes, ein Riesenerlebnis und man nimmt einfach, glaube ich, so ein bisschen die Erfahrung mit, wie alles da drüben abläuft, wie groß es tatsächlich ist, bisschen vielleicht auch die Entspanntheit, dass es diesmal einfach ein bisschen alles ruhiger abläuft, dass man weiß, so und so funktioniert es und dann schauen wir, was heuer rauskommt. Begleitet dich aus deinem persönlichen Umfeld jemand, Familie, Freundeskreis? Leider nicht direkt in Sotschi, aber natürlich daheim vor den Bildschirmen sind alle dabei. Gibt es sowas wie einen Glücksbringer oder Maskottchen? Ja, habe ich auch dabei. Einen kleinen Elch und einen kleinen Schutzengel. Dann wünschen wir dir alles erdenklich Gute für deine zweiten Olympischen Spiele, diesmal in Sotschi. Danke.